Wurzelbehandlungen, ja oder nein? Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um die Zähne. Ja, das Thema Wurzelbehandlung. Natürlich ein Lieblingsthema für viele Menschen. Wann ist das nötig? Immer dann, wenn die Zähne nicht mehr rettbar sind. Das heißt, wenn der Zahnnerv sich entzündet hat und nicht mehr in irgendeiner Form aus der Entzündung rauszuholen ist, dann steht die klassische Wurzelbehandlung an. Das Problem bei der Wurzelbehandlung ist, kurz und knapp, ich erzeuge dadurch ein totes Körperteil. Ja, der Zahn ist nicht tot, der Zahn lebt durchaus. Der Zahn ist halt natürlich nicht so durchblutet wie jetzt irgendwie der Finger oder ein Organ, aber der Zahn ist auch angebunden an den Organismus und hat durchaus eine Verbindung zum Organismus. Einmal ist der Zahn so ein bisschen das Tor zu den Meridianen, das heißt, die Zähne sind über die Meridiane verbunden mit den Organen, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass der Zahn schon versorgt wird mit einer Durchblutung, mit Nährstoffen, mit eben den Nerven, die da drin sind. Der Zahn besteht ganz grob aus drei Schichten. Die erste Schicht ist die harte Schicht von außen, die wir kennen, die wir putzen. Die zweite Schicht ist der weichere Zahnpulp. Und das dritte ist quasi, das sind die Kanäle, wo dann diese Nerven und Blutgefäße in den Zahn reingehen. Ja, was passiert bei der Wurzelbehandlung? Bei der Wurzelbehandlung werden eben diese Kanäle, da wird der böse Nerv quasi, wird rausgenommen. Der entzündete Nerv wird durch bestimmte Spezialgeräte und einer sehr filigranen Technik mittlerweile, wird der Nerv entnommen, entrissen. Wird quasi am Grundkabel, wo er entlanggelegt ist, das ist der Trigeminusnerv, wird abgemacht. Und dann kann der nicht mehr funken. Das heißt, der Alarm geht aus in Form von Schmerz, geht aus. Er kann nicht mehr wehtun, weil der Nerv ja weg ist. Die Grundursache ist dann aber immer noch nicht behandelt eigentlich. Also die wirkliche Frage, warum ist denn der Zahn jetzt hochgegangen? Was ist denn dahinter? Das ist noch nicht wirklich behandelt dadurch. Man hat einfach nur den Alarmknopf ausgemacht dadurch. Das ist also das eine Thema, das ganz oft vergessen wird von den Zahnärzten und auch von anderen Therapeuten, dass hinter dem Zahn, der hochgegangen ist, irgendein Thema steckt. Manchmal kann man den Zahn sogar retten, wenn man das Grundthema behandelt. Tatsächlich, aber um das zu können, braucht man die Testmethode. Das ist die Praxis Family Testmethode, die wir empfehlen. Mehr dazu findet ihr in der Beschreibung unten. Damit könnt ihr herausfinden, wie das Ganze funktioniert und was der Zahn unter Umständen braucht. Tatsächlich, wenn wir jetzt schauen, Notfallsituation, Zahn schmerzt und es stellt sich die Frage, den Zahn ziehen oder Wurzelbehandlung machen, raten die Umweltmediziner und Regulationsmediziner immer eher dazu, den Zahn zu ziehen. Weil es ist nicht sinnvoll, einen Zahn zu töten und dieses tote Körperteil dann im Mund zu lassen. Ja, der fängt in der Regel an, sich zu zersetzen. Wenn man wurzelbehandelte Zähne anschaut, die 5 Jahre, 10 Jahre im Kiefer waren, und wenn sie dann gezogen werden, sieht man, die sind oft unglaublich unschön anzusehen, sind verfärbt, sind verfault, stinken. Und das ist alles im Kiefer drin. Bei einem kleinen Finger, wenn der absterben würde, ja, wenn ihr auf dem Mount Everest wart und euch sind die Finger abgefroren, da wird kein Mensch zweifeln und sagen, ne, der muss ab, weil der vergiftet. Beim Zahn spannenderweise wird gesagt, nö, kein Thema, kann bleiben. Das liegt sicherlich daran, weil der Verfaul- und Zersetzungsvorgang von einem Zahn sehr langsam ist. Dann ist so, man muss sagen, was mache ich alternativ? Je nach Zahn, manchmal reicht es einfach, man kann mal rausnehmen und die Lücke bleibt, aber oft ist es eben so, man muss es ersetzen an dieser Stelle und dann steht schnell die Frage im Raum, womit? Es gibt es die Möglichkeit mit Implantaten und Brücken, das sind die klassischen Methoden. Wir persönlich raten zu einem Implantat, wenn dann, und wenn Implantat, dann bitte nur Zirkon und nicht Titan. Titan ist ein Metall und Titan ist unglaublich resonanzfähig mit dem Elektrosmog um uns herum. Und das sollte man versuchen zu vermeiden. Das große Ziel ist ein metallfreier Mundraum. Das heißt, wenn dann das Zirkon, und Zirkon wird von vielen guten Zahnärzten mittlerweile auch gut verarbeitet. Es gibt natürlich super spezialisierte Zahnärzte, die das sehr, sehr gut machen und eben andere, die das gelernt haben und auch souveräne Arbeit leisten. Zirkon ist also mittlerweile ein gängiges Material. Es gibt verschiedene Arten, wie man das dann machen kann. Entweder man zieht den Zahn, lässt es heilen und setzt dann das Implantat ein in 2 Schritten oder man macht es gleichzeitig. Das ist gerade die Linie von Dr. Volz und Dr. Nischwitz, der sich Swiss Dental Solution, die wir persönlich gut finden, die immer wieder gut testet. Das heißt, der Zahn wird gezogen und es wird sofort
alles aufbereitet und sofort das Implantat reingesetzt und dann kann es abheilen, schon mit dem Implantat im Kiefer. Halte ich für eine sehr intelligente, schnelle Methode, weil man einfach einen Eingriff weniger hat und einmal Stress fürs System weniger hat. Also das ist im Grunde gut. Das wäre die eine Variante. Natürlich kann man sagen, okay, ja, Implantat ist vielleicht gerade finanziell schwierig. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich mir das leisten kann. Das kostet ja auch ein bisschen was. Dann kann man eine Interimslösung wählen, indem man sagt, gut, ich gehe das Ganze in einem halben Jahr an oder in 9 Monaten und solange bitte den Wurzelbehandlung machen, dann bleibt mir wenigstens mein Biss erhalten. Ich kann weiterhin kauen ohne Zahnlücke oder mein schönes Lächeln bleibt erhalten. Und dann, sobald ich soweit bin finanziell, kann ich mir dann das Implantat reinsetzen lassen, den Zahn ziehen, Implantat reinsetzen, fertig. Ist eine gute Möglichkeit. Ich möchte an dieser Stelle auch erinnern, alle Menschen, die wurzelbehandelte Zähne haben und chronische Erkrankungen, bitte überlegt mal, ob das zusammenhängen könnte. Ja, ihr könnt diese ganzen Meridian-Charts zum Beispiel im Internet finden, ja, Zahnbezug zu Organen. Könnt mal schauen, ob nicht vielleicht euer Magenproblem mit einem Zahn zu tun hat, der wurzelbehandelt wurde. Oder ob euer Herzproblem mit einem Zahn zu tun hat, der wurzelbehandelt wurde. Das ist nicht selten ein Zusammenhang. Und wenn man den Zahn dann rausnimmt und dem Körper an dieser Stelle das Störfeld wegnimmt, werden oft die organischen Probleme besser. Es gibt auch andersrum den Fakt, dass es sein kann, dass ein Darmproblem vorliegt durch falsche Ernährung oder andere Dinge und dass dieser gestörte Darmmeridian, der vom Darm aus gestört wird, dann auch gleichzeitig sich am Zahn meldet. Und da kann man dann den Darm heilen und dann gibt der Zahn wieder Ruhe. Also ihr seht, es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, mit dem Thema Zahn umzugehen. Aber unterm Strich heißt es, Wurzelbehandlung ist nicht gut. Kann man nie so herstellen, dass sie wirklich sauber und rein sind. Egal, was euch die Zahnärzte da verklickern. Wurzelbehandlung bedeutet immer, der Nerv wird rausgenommen, Blutbahn, alles wird rausgenommen. Und dann wird dieser Wurzelkanal gefüllt. Das ist auch in Ordnung, das wird auch sehr professionell und gut gemacht mittlerweile. Aber der Zahnpulp hat so viele kleine, tausende kleine Kanäle, wie kleine Höhlen. Da passen Keime rein, weil die klein genug sind. Aber unser Immunsystem passt nicht rein. Die ganzen Fresszellen und Blutkörperchen passen nicht rein. Die sind dafür zu groß. Und wenn der Wurzelkanal gefüllt wurde, dann können die auch nicht mehr dahin. Aber die Keime bleiben. Und das ist eine Schwierigkeit. Man kriegt es in dieser Tiefe, in dieser Feinheit nicht desinfiziert. Nicht mit Ozon, auch nicht mit anderen Spülungen und Flüssigkeiten. Oberflächlich ja, aber nicht in die Tiefe. Das heißt, es bleibt immer ein Restkeimherd von wurzelbehandelter Zahn. Dennoch muss ich sagen, wir haben immer wieder Patienten mit wurzelbehandelten Zähnen, die jetzt nicht unbedingt deswegen krank werden und gestörte Themen haben, kommt vielleicht noch, aber wir haben nicht selten Patienten mit chronischen Erkrankungen, die auch einen Zahn haben, der dazu passt, der wurzelbehandelt wurde. Und genau an der Stelle eben mein Wunsch, meine Warnung, ja, einfach Wurzelbehandlungen nie lange im Mund lassen, besser mit Implantaten ersetzen oder mit einer anderen Lösung und im Idealfall prüfen, ob das irgendwie zusammenhängt, Problem und Zahn. In dem Sinne, liebe Grüße, bleibt gesund. Ciao, der Matthias.